Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Hübi Gaming. Hier dreht sich alles wie gewohnt um den LS und noch ein paar andere Games, aber die nur so nebenbei. Der Hauptcontent auf dem Kanal wird und bleibt der LS. Und ich darf euch wieder zurück in Italien begrüßen. Wir haben gestern unsere Felder und Wiesen durchgekalkt. Ja, und jetzt sitze ich schon auf dem Porsche Senior. Und wir müssen den Kollegen hier erstmal dickere Schlufen verpassen, dass der ein bisschen besseren Stand hat. Vielleicht auch Doppelbereifung hinten. So für einen Hofschlepper, glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt. So, gut, dann konfigurieren. Da haben wir ihn. Na, 75 PS. Machen wir. Mehr geht er nicht. Ha. Oh, okay, dann hätte ich gesagt, nehmen wir die. Kosten 500 Tacken. Oh. Hoppla. So. Gut. Hätten wir das auch erledigt? Sehr schön. So, dann. Noch was an dem Kalkstreuer dran. Ja. Oder das jetzt hingepackt? Ja. Naja, wenigstens aus dem Weg, sag ich mal. Ne? Das ist ja das Schöne bei diesen interaktiven Big Packs. Die gehen ja nicht gleich los wie die Feuerwehr, sondern da muss man ja das Ding erst mal aufmachen. So, aber ich glaube, mit dem Dünger kommen wir eigentlich ganz gut voran. Weil der, glaube ich, weil bei Kalk ist es so, da haben die Streuer meistens eine geringere Streubreite, was sich dann aber mit Dünger dann wieder quasi auf den Normalbetrieb zurücksetzt. Schon mal laufen. Ne? Wir schauen mal. Wir fahren jetzt mal mit 2000 Litern. Wir fahren mal hoch zu unseren zwei Feldern, weil mit denen fangen wir an. Ich habe den jetzt extra nicht gewaschen, weil das hat überhaupt keinen Sinn. So. Tempomat rein und geht der Peter.
Ja, ist schon deutlich breiter. Also. Aber da geht ganz gut was weg. Also 180 Kilo pro Hektar. Hätte ich nicht gedacht. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und wenn wir das haben, dann können wir mit dem Drillen anfangen eigentlich, ne? Was durch. Also hätte ich im Leben nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Weil normalerweise mit Dünger, da kommst du ewig weit, ne? Also. Aber da ist ja anscheinend nie was gemacht worden auf dem Feld. Naja, jetzt haben wir es ja gekauft. Also das, den Dünger. Ach Gott. So, Verzeihung. War ein bisschen müde. Heute noch bei Martins Umzug gewesen. Heute war ja St. Martin. Oder ist St. Martin. Ja, und morgen geht wieder für die ein oder anderen, also sorry, wenn ich das jetzt so sag, aber die Deppenzeit los. 11.11., 11.11 Uhr. Ja, da geht die Naredei wieder los. Aber gut, es darf jeder machen, was er möchte, worauf er Spaß hat, woran er Spaß hat. Fasching ist absolut nicht meins, genauso wie Halloween, da verstehe ich einfach den Sinn dahinter nicht, also vor allem bei Fasching nicht. Bei Halloween verstehe ich es gerade noch, aber ja. Aber wie gesagt, das muss jeder selber für sich entscheiden. Am Ende des Tages. Und ganz ehrlich, solange man die Leute in Ruhe lässt, die damit absolut nichts am Hut haben möchten oder halt einfach damit nichts anfangen können, ist das für mich mehr als in Ordnung. Alles gut. Schade, schade, Marmelade. Hätte ja klappen können. Aber gut. Meine ist ja nicht so, als wären wir bei armen Leuten, ne? Wir haben ja genug Big Packs unten stehen. Da füllen wir jetzt einfach mal eine Runde auf und dann. Aber wir brauchen sie ja sowieso noch für die Wiesen. Na? Erwischt. So.
So. Dann lass mal den Motor laufen, weil das geht ja eh schnell. Das geht ja eh relativ zügig. Hoppla. So weit sind wir aber nicht. Fährt sich schon angenehmer, muss ich sagen. So. Ah, das mit diesen interaktiven Big Packs ist schon geil. Also, hat schon was. Diesmal machen wir den Streuer voll. Mein, es sind halt echt relativ langweilige Arbeiten, da gebe ich euch recht. Aber die gehören halt nun mal auch dazu im Leben eines Landwirts. Da kann man sich halt nicht nur Mais häckseln, drillen, mähen, Silageballen pressen und so weiter raussuchen, sondern es müssen halt auch mal die mehr oder minder unangenehmen Arbeiten gemacht werden. Ist halt so. Ne? Also, ich persönlich habe da keinen Schmerz damit, ne? Das gehört halt nun mal dazu, aber manche oder ein ganz geringer Teil von den Leuten denkt ja, der LS besteht nur aus Maisparty und Silageballen und ja, Ernten. Aber es gehören halt, wie gesagt, auch noch andere Arbeiten dazu. Das ist halt nun mal so. Und da, von daher muss ich sagen, habe ich absolut keinen Schmerz damit, euch das zu zeigen. Im Gegenteil, da kann man ein bisschen schwallern, da ist der Druck nicht so hoch. Na? Na gut, jetzt schon. Ich würde es eigentlich schon ganz gern vor dem Regen reinbekommen. Den Dünger, weil dann wird er auch gleich reingewaschen in den Boden. Und wenn der Regen dann vorbei ist, wird man dann mit dem Drillen anfangen. Müssen wir mal gucken, was da so geht. Bei der Ausbringmenge 666 Kilo pro Hektar. Oh ja, na ja. Da geht was. Da geht was. 744. Naja. Wenn es der Boden verträgt. Ja, und jetzt bin ich immer gespannt mit dem Unkraut, weil wir haben ja nur gegrubbert. Wie gesagt, bei den anderen Spielständen ist mir das eben auch schon aufgefallen. Und da habe ich vorher gepflügt. Aber ich bin mal gespannt. Bin ich echt, bin ich wie ein Flitzbogen gespannt. So, das wird auch nochmal eine Folge, nur mit Ding. Ja, und dann kann man dann schon langsam mal hergehen. Boah, Verzeihung. Also es tut mir echt leid, dass ich ab und zu gähne. Nicht, dass ich mich selber langweilt, sondern ich bin tatsächlich etwas müde. Gut, jetzt morgen nochmal eine Runde arbeiten. Hui, hui, hui.
jetzt morgen noch eine Runde arbeiten und dann ist es für die Woche auch schon geschafft. Nächste Woche Samstag, Gott sei Dank nicht. Ja, ich habe den lieben LKPlay angeschrieben. Er hat es wohl auch gelesen, aber geantwortet hat er leider bis jetzt noch nicht. Von daher kann ich euch leider nicht sagen, wie es jetzt mit der Galgenberg weitergeht. Was ich doch, ja, sehr schade finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss man auch sehen aus seiner Sicht. Er hat den Server gestellt. Wir haben 2 Folgen jeder aufgenommen. Und dann ging es leider bei mir mit der Arbeit, hat es nicht mehr hingehauen, dass ich da Zeit habe, weil ich da etwas platt war jedes Mal. Und dann kam noch Corona dazu, da konnte ich sowieso nicht länger als maximal eine Stunde am Rechner sitzen. Wenn überhaupt. Also ich kann ihn da schon verstehen. Also falls er da irgendwie ein bisschen bissig ist, dann kann ich ihn da schon verstehen. Aber wie gesagt, ich werde ihn jetzt nicht drängen oder irgendwie sowas, sondern wenn er sich meldet, meldet er sich. Und dann reden wir miteinander. Und wenn er sich nicht meldet, dann gebe ich ihm die Zeit. Ich meine, vielleicht hat er gerade auch momentan auf der Arbeit auch maximal viel zu tun. Wer weiß. Ja. Nee, so ist momentan Stand der Dinge. Wie gesagt, ja, oder ich schreibe ihm nächste Woche nochmal, ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Wie und was. Ich meine, vielleicht guckt er auch dieses Video. Vielleicht meldet er sich dann da drauf mal. Dann kann man ja drüber reden, über das Ganze. Wie es jetzt weiterläuft oder, ne? Ja, wie gesagt, also ich würde eigentlich schon ganz gern. Vor allem jetzt hat sich das bei mir auch eingependelt. Jetzt hat sich das bei mir eingespielt. Und jetzt könnte man, wenn man Bock hätte. Na? Aber wie gesagt, ich denke mal, da wird auch wieder was kommen. Aber jetzt momentan halt eher weniger. Na, aber ich denke, da wird auf jeden Fall dann noch was kommen. Oder vielleicht sogar auf einer anderen Karte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht machen wir das mit der Galgenberg auch nicht mehr. Oder vielleicht doch. Wer weiß, wer weiß. Abwarten und Tee trinken, hat es immer mal geheißen. Ja. Ja, auf der Wiese, da kommen wir mit einer Füllung aus, ne? Da kommen wir mit dem Rest wahrscheinlich aus. Ich meine, ich hätte es jetzt auch Curseplay machen lassen können, aber ganz ehrlich. Der hat doch so eine angenehme Breite, der Streuer. Da kann man es auch schnell selber machen. Finde ich eh geil. Ich bin da durch die Walachei gegurkt und dabei ist der Fahrzeughändler gleich um die Ecke. Also. Oh Mann, ey. Ach, da ist die offizielle Einfahrt, okay. Gut. Gut, dass ich das jetzt weiß. Dann werden wir die dann auch nutzen, ne?
wenn wir das nächste Mal hierher fahren. Also über den Grünstreifen, das machen wir nicht. Wir wollen es ja annähernd realistisch halten, die ganze Nummer hier. Na? Für die realistischen Spieler unter euch. Was ich ja, wo ich mich selber ja auch dazu zähle, eigentlich. Aber manchmal, da verfällt man halt einfach in so einen Trott. Da möchte man abkürzen, da möchte man hier lang, da möchte man da lang. Da möchte man auch einfach mal querfeld ein. Ich meine, ja, das kann ich machen, wenn ihr nicht dabei seid, aber ist nicht zielführend. Sag ich gleich. Boah, da krieg ich mal. Da krieg ich mal ordentlichst Menge für die Schafe raus. Das ist schön. Das ist mehr als schön. Ja, und mit einer Füllung kommen wir wunderbar hin. So, dann sind wir hier gleich fertig. So. Gut. So, jetzt fahren wir hier nochmal raus und dann das nächste Mal, wenn wir hierher fahren, nehmen wir natürlich die richtige Einfahrt. Ist klar. So, jetzt fahren wir nach Hause. Dann laden wir den Düngerstreuer aus. Dann wird sauber gemacht. Dann wird der Schlepper sauber gemacht. Der Düngerstreuer wird sauber gemacht. Der Düngerstreuer wird dann erst einmal auf Seite gestellt. Heute kommen auch zwei Folgen. Also nicht heute, sondern es kommt dann noch eine. Kommt dann noch. Und also eine kommt heute noch. Und die andere kommt dann morgens um 12, denke ich. So, dann wird hier mal das Schlepper sauber gemacht. Auch da unten drunter schön sauber machen. Dass der wieder glänzt, auch hier oben. Die Anschlüsse hier hinten. Streuer. Ah, herrlich. So. Sehr gut. So, jetzt hängen wir mal die Drille an, ne?
Ah ja. Da fehlt aber ein Stück, oder? Oh Mann. Oh. Naja, zumindest weiß ich jetzt, wie das Ding unten drunter ausschaut. Sehr gut. Oh, okay. Jetzt geht's los. Da müssen wir unseren Kleinen hier in Sicherheit bringen. Eigentlich gleich einfüllen, ne? Die ganze Nummer. Aber da steht er. Ah, ich hab's gewusst. So. Gut. Ich frag mich jetzt aber schon. Wie ich die hätte rauskriegen sollen. Also. Vor allem hier mit dem Pfosten. Weil die haben jetzt wieder Kolli, ne? Der Strom. Na, gucken wir doch mal, oder? Ob die Viecher Strom brauchen, wenn der eh schon dran hängt. Frag mich nur, wo die das hinpacken. Weil normalerweise, wenn du Stroh hast, hast du ja auch irgendwo Misthaufen normalerweise. Und ich frag mich halt echt, wo das ist. 139 Liter haben wir schon. Das ist gut. Jetzt hängen wir die Drille noch an. Und dann...
Gut. So, dann machen wir noch unser Thumbnail. Gut. Und damit möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr in die Folge geschaut habt. Schaut gerne auf meinem Kanal vorbei, Hübigaming auf YouTube. Würde mich freuen. Lasst mir gerne ein Däumchen da, lasst mir gerne einen lieben Kommentar da. Und wenn es gefallen hat und ihr von der Italy und von der Burgenlandkreis nichts mehr verpassen wollt, lasst mir gerne ein Abo da. In diesem Sinne, macht es gut, der Hübi ist raus. Ciao.